Geil, Mann! Oskar! Schweinsack! Das bin ich! Nein, geht gar nicht! Das war schon immer mein riesiger Traum. Was geht ab, Sportsfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auf jeden Fall ziehen wir uns heute ein Video rein von KuchenTV. Habe ich, glaube ich, noch nie drauf reagiert hier im Stream. Und zwar zu einer Geschichte, die ich selber sehr, sehr witzig finde. Die habe ich ein bisschen mitbekommen. Oliver Pocher war auf einem Konzert von Pedro Lombardi. Oliver Pocher kennen wahrscheinlich fast alle von euch. Der hat ja immer dieses Bildschirmkontrolle und hat sich selber ewig immer drüber aufgeregt, über Influencer und darüber, über wie Leute gegen Polizei irgendwie aufregen. Bei manchen Demos, ich bin absolut pro Polizei und Polizisten machen einen super Job. Ohne Polizei wären wir ganz schön am Arsch. Manchmal, wie bei jeder Berufsgruppe, gibt es halt einfach auch Leute, die Fehler machen und davon hat man halt manche Videos gesehen und manche Sachen gehen halt nicht. Oliver Pocher hat sich gern einige Male darüber aufgeregt, wie Leute sich halt ein bisschen gegen die Polizei wehren in manchen Aktionen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei einfach mal dahingestellt. Auf jeden Fall hat Oliver Pocher sich selber darüber aufgeregt, dass das nicht geht, dass man nicht auf die Polizei hört und nicht kooperativ ist. Noch mehr in Bezug auf Corona-Maßnahmen. Und jetzt kommt die absolute Selbstironie dieser Aktion von Oliver Pocher. Das ist wirklich, bin ich mal gespannt, Digga. Jo, Freunde der kleinen Leute. Eigentlich bin ich sogar so ein kleiner Fan von Oliver Pocher. Find ein paar Sachen, die er so macht, eigentlich ganz lustig. Aber was er sich jetzt geleistet hat, ist an Respektlosigkeit wirklich nicht zu überbieten. Denn er wurde letzte Woche eingeladen, bei einem Konzert von Pedro Lombardi dabei zu sein. Da ist er dann auch auf die Bühne mit draufgegangen und ist später auch runter zu den Zuschauern ganz kurz gegangen und hat da halt irgendwie so ein bisschen seine Show gemacht. Das Ganze war allerdings wegen Corona nicht erlaubt und Oliver Pocher wusste auch, dass man nicht zu den Zuschauern runtergehen darf. Anschließend wollte der Veranstalter von seinem Hausrecht Gebrauch machen und Oliver Pocher halt rauswerfen dafür, dass er sich schon wieder nicht an die Regeln gehalten hat. Oliver Pocher ist dann aber erst überhaupt nicht gegangen, hat sich dann später noch mit der Polizei angelegt und was er da teilweise für respektlose Äußerungen gebracht hat, ist halt einfach hart. Vor allem fand er seinen Auftritt so gut, dass er dazu erstmal ein komplettes Video auf Instagram hochgeladen hat und das komplette Polizeivideo auch noch auf seinem YouTube-Kanal. Ach du heilige Scheiße. Okay, also ich dachte, davon gibt es irgendwie nur so Aufnahmen, die mitgefilmt wurden. Aber dass man sich selber so hardcore im Recht sieht, davon dann noch ein Video hochzuladen, kritisch. Ich glaube, wir werden am Ende zum Entschluss kommen, dass Oliver Pocher wahrscheinlich nicht im Recht war. Ansonsten hätte die Polizei nicht abgeführt, weil es gibt immerhin Gesetze. Also er fand das cool, was er da gemacht hat. Was Oliver Pocher macht, meine persönliche Meinung, die absoluten Schwachsinn. Ich finde, der Kerl nutzt sein Ding einfach nur aus, um selber seine eigene Show zu vermarkten und ja, also ich kritisiere ja auch Leute etc. bei Kalorien-Challenges, die das Ganze faken. Er hat aber teilweise bei Sachen, also auch beleidigend geworden und so weiter und so fort, bei anderen Influencern, wo ich mir einfach denke, das ist halt einfach so, yo, lass die doch Werbung machen, so. Manche Aktionen von ihm waren schon echt deutlich zu weit, finde ich. Aber schauen wir mal rein, wie die ganze Aktion so angefangen hat. Wow, echte Menschen, bleibt doch mal am Platz, Vom Veranstalter wurde halt vorher ganz klar gesagt, dass man nicht zum Publikum gehen darf, was er aber trotzdem gemacht hat. Und zwei Wochen vorher ist Oliver Pocher sogar in der gleichen Location selber aufgetreten und auch da hat er das Ganze schon gemacht. Das hat er auch in seinem Video drin. Ich kenne auch die Regeln. Ich gehe trotzdem immer ins Publikum, mache ein sogenanntes Q&A, wo die Leute uns Fragen stellen können und gehe da ganz normal drin. Schon da wurde er vom Veranstalter gewarnt, dass er das nicht machen darf, aber macht es dann zwei Wochen später einfach nochmal. Nach dem Konzert von Pedro Lombardi wollte der Veranstalter Oliver Pocher rausschmeißen und hat dafür die Polizei gerufen. Und da ging die Diskussion dann richtig los. Hier aber erstmal nochmal, um was es den Veranstalter eigentlich geht. Weil wir heute eine Kontrolle hatten, wo es nochmal darum ging, dass niemand ins Publikum gehen darf. Okay. Und wenn natürlich dann 10 Minuten später ein Künstler ins Publikum geht, also noch dazu jemand, der nicht angemeldet ist, dann gefährdet das einfach die Produktion. Welche Produktion gefährdet das denn? Naja, unsere weiteren zwei Shows. Es geht hier halt ganz klar nicht um Oliver Pocher als Person, sondern einfach nur um die Tatsache, dass er jetzt schon zweimal gegen die Hygienevorschriften des Veranstalters verstoßen hat. Ich denke mal, dass man sich wahrscheinlich, so wie ich das da gesehen habe oder wie das aussah, wenn da jetzt Oliver Pocher runtergeht und da mit Distanz so, der ist ja nicht für den Zugang so, da irgendwas macht, der wird, da sind wir uns wahrscheinlich einig, da wird jetzt nicht Corona wie ein Flo rüber springen und plötzlich werden am nächsten Tag alle Leute da Corona haben, zumal da ja auch bestimmt irgendwie 3G oder irgendwas gilt. Das heißt, Leute sind getestet, genesen oder geimpft. Das Ding ist halt viel mehr. Es gibt halt Regeln bezüglich Corona und die sind halt einzuhalten. Gerade wenn du halt so ein Konzert machst und die Leute eh schon so, sag ich mal, angenockt sind, die Veranstalter, die können sich halt einfach nicht erlauben. Die stehen im Rücken zur Wand. Die haben die letzten Monate keine Shows gehabt und wenn da halt eine Sache, diese Strafen sind teilweise so hoch und so krass, da kann der Oliver Pocher sich noch so sehr im Recht sehen oder irgendwas. Da braucht man auch nicht wirklich diskutieren. Deine Verteidigung dazu ist übrigens folgende. Was ist genau das Problem?
Das ist unser Hygienekonzept nicht. Das Hygienekonzept. Also glaubst du wirklich, dass ich in irgendeiner Art und Weise Corona verbreiten würde, wenn ich ins Publikum gehe und mit den Leuten auf 1,5 Meter 0,3 Sekunden rede? Und genau das ist das Grandiose an Oliver Pocher. Er selber hat sich halt immer darüber aufgeregt, über Leute, die irgendwelche Corona-Maßnahmen nicht eingehalten haben oder sowas. Für ihn selber macht er sich aber eine Ausnahme. Also wenn andere Leute sagen, die machen das nicht und das nicht, halten sich nicht dran, dann zeigt man mit dem Finger drauf und so weiter und so fort. Für sich selber nimmt man aber raus, was richtig und was falsch ist. Das ist ja irgendwie ein bisschen Doppelmoral, oder? Das glaubst du. Ernsthaft. Doch, du weißt selber, dass da jetzt dann nichts irgendwie in der Zeit passieren kann. Bro, nicht der Veranstalter macht die Regeln, sondern die Regierung. Mag sein, dass diese Regel wirklich absolut nichts bringt. Und es gibt auch andere Corona-Maßnahmen, die wahrscheinlich eher lächerlich als hilfreich sind. Aber der Typ hat überhaupt keine Wahl, als diese Entscheidung zu akzeptieren und umzusetzen. Und du als Gast bei diesem Veranstalter hast dich auch dann daran zu halten. Denn am Ende darf der Veranstalter vielleicht erstmal gar keine Konzerte mehr stattfinden lassen, weil halt ständig gegen die Hygienerichtlinie verstoßen worden sind. Der Typ hat ja sogar selber gesagt, dass es kurze Zeit davor sogar gerade noch eine Prüfung gegeben hat. Also die Leute scheinen schon darauf zu achten. Es ist halt schon lächerlich genug, sich nicht an die Regeln zu halten und sich danach noch drüber zu beschweren. Aber jetzt wird er sogar noch mega arrogant. Als Hockeypark? Wir haben 20 Konzerte mit euch gespielt. Wir sind auch diejenigen, die euch den Arsch mehr oder weniger retten, indem wir hier auftreten, das Ganze drumherum. Und jetzt macht ihr so eine scharfe Ansage. Ach ja, du okay. Heilige Scheiße. Wir sind diejenigen, die euch den Arsch retten. Wir haben 20 Konzerte mit euch gespielt. Da sieht man mal das wahre Gesicht von Oliver Pocher. Aber nein, der ist ja nicht arrogant. Okay, kann sein, dass du den Veranstalter mitgerettet hast, weil du da aufgetreten bist und er dadurch natürlich auch Geld gemacht hat. Aber das ändert doch nichts daran, dass du dich an Regeln halten musst. Nee, du, ich muss mich nicht an Regeln halten. Ich habe letztens schon mal einen Auftritt gehabt. Der Typ kann froh sein, dass der überhaupt noch einen Job hat hier. Aber jetzt kommt der Kracher. Da waren ja auch Polizisten und die sollten halt jetzt Oliver Pocher vom Grundstück runterbringen. Und er hat angefangen, sehr respektlos mit der Polizei umzugehen. Ja, das ist ausrichten. Und jetzt willst du hier als Dorfpolizei auf einmal nochmal einen Schafen machen, oder was? Wir machen unsere Arbeit. Erstmal duzt man Polizisten noch. Da willst du hier als Dorfpolizei. Oh mein Gott, Alter, wie kann man so von oben herabreden. Normalerweise nicht. Und auch sowas zu sagen wie, hör du Dorfpolizist, ist halt einfach nur denunzierend und soll den Polizist runtermachen. Als wäre der Polizist in der Stadt mehr wert als der Polizist, der auf dem Land tätig ist. Dann wollen sie ihn halt wirklich rausbegleiten, weil Pocher halt von selbst nicht geht. Und das Ganze endet dann so. Bitte nicht. Pocher, bitte. Ich hab jetzt... Wie er jetzt auch noch so tut. Ich hab jetzt... irgendwie so Schmerzen. Ich kann jetzt gerade nicht selber rausgehen. Es tut mir leid, ich kann nicht selber rausgehen. Ganz, wie er sich noch festhält, Alter, wie er sich wirklich wehrt. Also für alle, die es nicht wissen, ne? Wenn du so eine Veranstaltung machst, es gibt ein Hausrecht. Angenommen, du hast einen Laden und da ist jemand, der führt sich auf und der hält sich nicht an Gesetze oder sowas, dann hast du das Recht, die Person rauszuschmeißen. Deswegen gibt es auch Hausverbot und so weiter und so fort. Und wenn der Veranstalter sagt, Oliver Pocher soll raus, dann hat Oliver Pocher rauszugehen. Da braucht er auch nicht irgendwie einen Molly machen oder sagen, ich bin Oliver Pocher. Nein, ihr schmeißt mich nicht raus. Ich habe euch hier den Arsch gerettet oder was immer. Nein, Digga, du rettest dann niemanden den Arsch. Du hast zu gehen. Und da gilt auch für Oliver Pocher gelten die gleichen Gesetze wie für alle anderen Menschen auch. Aber das sieht er wohl nicht so. Okay. Nein, ich bleibe hier jetzt ganz kurz. Ich gehe sofort, ich gehe ganz normal. Du fängst hier nicht an mit Polizeigriff und allem drumherum. Was für Polizeigriff, Alter, chill doch. Er wehrt sich, er will nicht rausgehen, was sollen die denn sonst machen? Ich habe auch schon das längere Video gesehen davon, ungeschnitten. Die haben die ganze Zeit gesagt, gehen Sie bitte raus. Nein, er hat es nicht gemacht. Irgendwann müssen die ihn herausbringen. Hat dann auch gemeint, so der Veranstalter, bitte raus jetzt mit ihnen, raus, er hat es nicht gemacht. Also die hätten auch ganz anders durchgreifen können. Es hätte auch gut sein können, dass sie wahrscheinlich bei anderen Leuten, die sich so aufführen, noch anders durchgegriffen hätten, sage ich so wie es ist. Lass mich los. Es gibt auf beiden Seiten die Extreme, sag ich mal. Es gibt manche Polizeivideos, wo man schon echt sagt, ey, das ist schon echt, geht echt zu weit so von der Aktion her. Man sieht auch nicht den ganzen Kontext, aber manche Sachen gehen schon echt ein bisschen zu weit und manche Aktionen sind halt auch echt ein bisschen affig, wo Leute sich so gefühlt so vor Polizisten hinschmeißen lassen und dann so, Polizeigewalt. So wirkt Oliver Pocher gerade so ein bisschen. Er denkt sich gerade in seinem Kopf, oh ja, das ist der Clip, es wird schön alles gefilmt, Polizeigewalt, ja Mann, lass mich los. Ich weiß halt wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Das Ganze ist auf der einen Seite mega traurig, wie Oliver Pocher sich da verhält, aber auf der anderen Seite ist es auch einfach lustig. Vor allem sagt so ein Typ im Hintergrund kurz danach dann Folgendes. Oder ohne Uniform würden die sowas nie machen. Ja, natürlich würden sie das nicht machen, wenn sie keine Uniform anhaben, denn sie machen das ja eben gerade, weil das ihr Job ist. Die müssen halt das Hausrecht des Veranstalters durchsetzen. Das ist deren Aufgabe, das ist deren Job.
Die haben gar keine Wahl, ob die das machen wollen oder nicht. Sie müssen das tun, weil das halt deren Job ist. Ich bin ein Mensch, ich würde eher sagen, ich bin eher kritisch allem gegenüber und jedem gegenüber. Auch Polizei, Staat und so weiter und so fort. Aber diese Sache, was halt auch viele haben, so, wisst ihr, wenn irgendwas eskaliert und die Polizei kommt und dann gehen halt irgendwie so 6 Leute auf einen los, dann dieses, was, 6 auf einen, 1 gegen 1, traut ihr euch nicht und so weiter und so fort. Als ob das die Aufgabe von einem Polizisten ist. Ganz egal, mal losgelöst, was die da machen. Es ist doch kein Boxkampf, das ist doch kein 1 gegen 1 Kräftemessen. Die Aufgabe von einem Polizisten ist es doch nicht zu gucken, ob er stärker ist als du. Dessen Aufgabe ist es in seinen Augen, die Gesetze durchzumachen und seinen Job zu erledigen. Und nicht zu gucken, ob er stärker ist als du. Das ist auch so ein bisschen dämlich. Ja, wie kann man denn sowas Dummes da raushauen? Das Ganze ging dann auf jeden Fall so weiter. Ja, aber du lässt doch dich hier nicht vom Karren spannen von irgendjemandem, der hier vom Hockeypark einen Schaden macht. Mach meinen Job. Nee, aber du musst doch den Typen auslachen und dann ist doch okay. Also der sagt ja wirklich nur Schwachsinn, ne? Es gibt Gesetze und wenn er sagt, verpiss dich, Hausrecht, dann ist es die Aufgabe des Polizisten, das durchzusetzen. Der muss sich selber drüber nachdenken, ob das richtig oder falsch ist. Ich glaube, Oliver Pocher versteht nicht so ganz den Job der Polizisten. Denn es ist vollkommen egal, ob die das jetzt gut oder schlecht finden, denn es ist nun mal ihr Job, das Hausrecht des Veranstalters durchzusetzen. Er hätte nicht mal einen Grund nennen können. Der Grund hätte auch sein können, dass er einen Grashalm rausgerissen hat oder dass er einen komischen Schritt gemacht hat oder dass ihm seine Schuhe nicht gefallen. Es ist vollkommen egal, denn er hat das Hausrecht und die Polizei muss das durchsetzen. Vor allem kommt er dann auch mit so einem Argument hier an. Danke. Euch ist einiges egal, das ist ja das Problem. Nur ihr müsst mal verstehen, wen ihr wann und wie wegschafft. Ja? Macht euren Job da irgendwie, wo es wirklich drauf ankommt. Und da gibt es genug Sachen hier in Schleswig-Holstein und überall, an die ihr euch wirklich machen könnt. Aber ihr müsst mich nicht an mir vergreifen, okay? Macht mal richtige Jobs. Bro, die Polizisten suchen sich nicht aus, an welchen Fällen sie arbeiten. Die werden halt von der Zentrale dahin gerufen, weil der Veranstalter die Polizei gerufen hat. Und natürlich muss die Polizei auch dann dahin fahren, weil sie können das ja nicht einfach ignorieren. Als ob der Typ von der Polizei einfach sagt, oh nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, Digga. Ich würde mal gucken, ob wir noch einen ungelösten Mordfall haben. Wir fassen Sie nicht an, dafür gehen Sie jetzt bitte. Entschuldige dafür. Was zum Geier, Digga, da kommt. Entschuldige dich dafür. Hau ab, ey. Ich hoffe, der kriegt so den Shitstorm seines Lebens für diese Aktion. Entschuldige dich dafür, bitte. Der hat nichts gemacht. Rein gar nichts. Er sagt, er soll sich jetzt entschuldigen, weil er ihn so angefasst hat. Also wirklich, wie kann man so sein? Dass du ihn gerade so gezogen hast. Machst du nicht, ne? Entschuldige bitte dafür, dann ist alles in Ordnung. Anstatt jetzt einfach zu gehen, nachdem er da irgendwie 5 Minuten mit der Polizei diskutiert hat, fordert er noch eine Entschuldigung dafür, dass sie ihn halt so leicht rausgezogen haben, nachdem er nach mehrmaliger Aufforderung nicht selber das Gelände verlassen hat. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, Mann. Später sagt er dann sogar noch Folgendes. Nee, lass mir von dir einfach nicht sagen, okay? Du brauchst jetzt nicht irgendwie anfangen. Ich lasse mir von dir nichts sagen. Bro, das ist ein Polizist, eine Respektperson, die auch in diesem Fall ganz klar über dir steht. Wie arrogant kann man bitte sein, weil man vielleicht ein bisschen bekannt und ein Promi ist, dass man Polizisten so anmacht? Das ist halt wirklich einfach absolut respektlos. Klärt mal mit euren rechtsradikalen Chats, was in der Polizei gerade läuft. Klärt ganz viele andere Sachen. Aber fangt nicht an, jemand, der ganz normal hier ist und einfach ganz normal geht, so einen Schaden zu machen. Okay. Auch da übrigens wieder das Gleiche. Wie gesagt, die Polizisten suchen sich nicht aus, an was sie arbeiten. Ja, gegen solche Chats sollte man vorgehen, gar keine Frage. Aber die beiden Polizisten haben halt nichts damit zu tun. Und die können jetzt auch nicht einfach sagen, dass sie daran ermitteln oder... Es ist halt einfach auch so übertrieben von Oliver Pocher. Also wirklich so übertrieben, als ob die jetzt irgendwas gemacht hätten, was jetzt so krass schlimm gewesen wäre. Dass sie da irgend... Zumal die halt vollkommen recht sind. Was machen? Weil die sich das nicht selber aussuchen können. Enden tut das Ganze dann mit so einer Aussage hier. Nee, musst du nicht, indem du einfach sagst, er ist ein Spinner und das war's. Nein. Als ob, das ist wie, das kann man sich doch auch nicht ausdenken. Wie kann man so dumm sein, Oliver Pocher, und so eine Scheiße labern? Ja, siehst du? Ihr steht auf der falschen Seite, das ist leider öfter euer Problem. Ihr steht öfter auf der falschen Seite. Auch hier wieder werden jetzt einfach alle Polizisten über einen Kamm geschert, als ob das jetzt die schlimmsten Menschen der Welt gewesen wären. Wie gesagt, konnten sich die Polizisten jetzt nicht aussuchen, selbst wenn sie Oliver Pocher extrem feiern und das ihr Lieblingspromi ist, hätten sie ihn trotzdem von diesem Grundstück entfernen müssen, weil sie das Hausrecht des Veranstalters durchsetzen müssen. Oliver Pocher war während der gesamten Zeit einfach nur absolut respektlos gegenüber dem Veranstalter und vor allem gegenüber dem Polizisten. Setzt euch mal in die andere Seite, ne? Stellt euch mal vor, ihr seid der Veranstalter, ihr macht so ein Konzert etc. Und ihr entscheidet für euch, okay gut, es ist genug, der Oliver Pocher, der muss gehen. Und ihr wisst, ihr seid im Recht und man kennt sich ja als Veranstalter von so großen Konzerten auch ein bisschen aus mit dem Recht und so weiter und so fort. Und Hausrecht ist jetzt nicht das Unbekannteste. Und dann kommt die, dann ruft ihr die Polizei in der Hoffnung, dass ihr für euer Gesetz auch, dass das durchgesetzt wird. Und dann kommt die Polizei einfach und sagt, nee, haben wir, also ich finde, der Polizist sagt dann, nee, also ich finde sie spinnen. Wir haben zwar Recht vom Gesetz her, aber ich finde sie spinnen, der Oliver Pocher, der bleibt jetzt hier, kostet es was, ist mir egal. Wie wird denn das dann funktionieren?
in unserer Gesellschaft. Also der hat jetzt hier seine Frau umgebracht, der eine Typ. Aber man darf nicht vergessen, die Frau hat ihn davor auch beleidigt. Auslegungssache, würde ich sagen, ne? Ja, einfach Auslegungssache, die Gesetze. So machen wir es. Die Polizisten sind sogar in der gesamten Diskussion komplett ruhig und professionell geblieben. Also Props dafür. Ich glaube, ich hätte das nicht gekonnt. Und am Ende ist Pocher dann auch gegangen, nachdem er noch so mäßig so, ja, ich sag ja jedem noch Tschüss und Ciao und wer tritt denn morgen auf, Alter, dann komme ich wieder hierher. Ja, es ist halt schon echt lächerlich gewesen. Lustig ist auch, dass er sein Video eben gerade, wo ich mein Skript geschrieben habe, einfach auf privat gestellt hat. Also er hat jetzt anscheinend, nachdem das Video irgendwie 60% oder 70% Dislikes hat, glaube ich auch gemerkt, dass die Aktion vielleicht doch nicht so cool gewesen ist. Er hat sich halt wie gesagt nicht an Regeln gehalten, was ja auch schon das zweite Mal gewesen ist, nachdem er vorher ermahnt wurde, verlässt dann einfach nicht das Gelände und diskutiert noch dumm mit den Polizisten, die er sogar in einer Reihe einfach nur runtermacht. Er gibt sich da halt einfach unfassbar arrogant. Stellt sich über die Polizisten, obwohl er in diesem Fall nichts zu sagen hat. Und da hast du auch keinen Promi-Bonus oder sonst irgendwas. Das war einfach nur wirklich ein absolutes Eigentor. Und ja, ich weiß, es ist halt Oliver Pocher, der ist sehr konfrontativ, der macht gerne so eine Show, der nutzt das natürlich aus, wenn er weiß, dass da Kameras laufen. Aber gerade so gegen die Polizisten zu ranten, ist halt einfach mega respektlos. Denn die Polizei hat sowieso schon sehr krassen Image-Schaden. Und sie dann noch die ganze Zeit runterzumachen, zu duzen, respektlose Äußerungen zu bringen und sie einfach nicht ernst zu nehmen, ist halt einfach absolut wack. Denn irgendwelche Leute denken jetzt vielleicht, dass man Polizisten so behandeln darf und das sollte man natürlich nicht. Klar, auch bei der Polizei gibt es schwarze Schafe, aber genauso viele richtig gute Polizisten gibt es halt auch. Man kann halt nicht alle über einen Kamm scheren. Ich bin von Oliver Pocher wirklich einfach sehr enttäuscht, denn wie gesagt, viele Aktionen von ihm feiere ich. Auch diese Bildschirmkontrolle, wo er immer wieder irgendwelche Instagrammer hops nimmt, finde ich sehr, sehr cool. Hops nehmen ist das eine. Manche Aktionen waren cool, aber manche Aktionen waren, finde ich, einfach auch zu krass. Das war aber einfach wirklich nur peinlich, was er da abgezogen hat. Pietro, schick mir auf jeden Fall bitte den Dealer, von dem ihr das Koks habt, dass der da so abgeht, weil das Zeug benötige ich auch. Das war von Oliver Pocher. Krasser Scheiß, ja. Oliver Pocher verhält sich wie ein Teenager in der Pubertät. Pocher, dann soll die Polizei mich gerne mal abführen. Polizei führt ihn ab. Ja, genau, stimmt, das hat er davor auch noch gemeint. So, ja, dann sollte mich doch, dann führt mich doch ab, wenn das so schlimm ist und so weiter und so fort. Hat er von wegen gemeint, so, ja, er bleibt da einfach stehen. Dann haben sie ihn abgeführt und hat er rumgeheult. Ich glaube, dass wir in Deutschland mit die beste Polizei haben. Natürlich gibt es immer schwarze Schafe in jeder Berufsgruppe, aber genauso viele Assis gibt es halt in unserem Land, die sie einfach nur anspucken und für ihre Arbeit, so wie Herr Pocher. Ich kenne so viel Polizei in anderen Ländern, kenne ich nicht, dass ich das vergleichen kann. Ich habe mit ein paar Leuten mal Kontakt gehabt, so in den USA. Da habe ich ein paar Geschichten schon gehört, da soll das ja wirklich ganz anders zugehen. Ich denke auch, dass wir, was das angeht, eigentlich in Deutschland noch relativ gut dabei sind. Ich will mal ganz kurz dazu sagen, es ist safe nicht leicht, als Polizist immer das Richtige zu machen, weil es gibt auch Situationen, die einfach Auslegungssache sind, ne? Und manchmal musst du als Polizist halt auch sehr, sehr viel Feingefühl mitbringen in deinem Job. Ich habe da letztens einen Clip gesehen von einem Mädel, ganz, ganz krass, die ist bei Las Vegas in der Nähe gewesen mit ihrem Freund und die hatten einen Van gemeinsam und das war diese Bodycam, haben die auch in den USA. Muss ich sagen, finde ich übrigens ziemlich gute Sache, diese Bodycam. Man hat diese ganzen Aufnahmen im Internet, kann man anschauen, geht irgendwie 3 Stunden oder sowas. Ich weiß nicht, nur nicht, wie das heißt. Sophie hat das eingegeben und angeschaut. Und da sieht man eben, wie die Polizei diesen Van anhält. Und dann sieht man halt eben, wie die Frau so, ja, so Wunden hat, wie sie geschlagen wurde, etc. Und dann sagt sie halt auch, kommt halt recht schnell heraus, dass ihr Freund sie geschlagen hat, etc. Und wohl regelmäßig schlägt. Und die Story ist die, 2 Tage oder 3 Tage nach diesen Videoaufnahmen ist die Frau verstorben. Die Leiche wurde in der Wüste gefunden und der Freund hat überlebt. Der Freund hat dann gemeint, oh, die hatten sich irgendwie, hatten an dem Tag nichts gemeinsam gemacht und sie ist dann gestorben. Und die mussten halt eben da auch so herausfinden, yo, können wir die jetzt weiterhin mit dem jetzt zusammen in einem Van fahren lassen oder können wir nicht, wird er dir jetzt wieder was antun? Und da hat man sehr, sehr, sehr stark gemerkt, wie viel Feingefühl eigentlich auch so ein Polizist mitbringen muss, um auch zwischen den Zeilen emotional lesen zu können, was traut sich vielleicht eine Frau nicht zu sagen, was sie aber gern sagen wollen würde, um sie vielleicht vor einer Situation zu beschützen. Wisst ihr, was ich meine? Man kann ja auch vielleicht nicht mal was alles sagen oder traut sich alles zu sagen, gerade in so einer Situation, häusliche Gewalt oder so. Aber es sind generell, sind viele schwierige Themen.